Und deswegen haben wir von Anfang an der Corona-Krise, leben wir in der Lüge. Wir haben hier wirklich, wir lassen die Leute ins offene Messer laufen. Und diese Experten, die ich als Dilettanten bezeichne, und das nenne ich auch Lauterbach dazu, die haben oft knallharte Interessenskonflikte. Ja, wenn Herr Montgomery zum Beispiel hier ständig von der Katastrophe spricht. Und Herr Montgomery saßen Sie letztes Mal bei Film nach 8. Der ist wissenschaftlicher Beirat einer Firma, die mit Impfaktien handelt, genauso wie Herr Schausen. Lauterbach hat in seiner Karriere schon sehr viele gefährliche Medikamente gefeatured, die dann vom Markt genommen worden sind. Ja, sehr fragwürdig. Wir müssen endlich die Top-Leute holen und die Top-Epidemiologen, die Top-Infektiologen und die Top-Aerosolforscher, die Corona-Politik bestimmen lassen. Wissen Sie was, was ich glaube? Ich glaube, dass sich die Verantwortlichen für diese Corona-Politik irgendwann vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten haben. Das wird kommen. Es geht gar nicht anders. Weil diese Opfer, die wir inzwischen schon haben, ja, die Wirklichkeit, die klopft nicht mehr höflich an die Tür, die tritt sie gerade ein.